choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier wieder zurück in Merzes Geschichte hier auf der Zhangzhou Lofu. In diesen, ich habe mein Spiel immer noch auf Englisch. Alles klar, eine Sekunde. Es ist ungefähr eine Woche oder zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, es sind zwei Wochen, ja, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, ne? Deswegen, ja, entschuldigt. Ich hatte dementsprechend ordentlich Zeit, März und Junli hochzuleveln. März sehe ich jetzt nicht meine Version, weil die mir hier eine vorgeben. Wo ist sie denn? Die wird mir ja nicht angezeigt. Ich kann ja auch nicht anschauen. Aber meine März ist so Level 77, so wie Junli. Und hat fast alles hier gelevelt. Die ist eigentlich genauso drauf wie sie, ja, ne? Hat alles auf Level 8. Nee, mehr hat, glaube ich, alles auf Level 9, weil 4-Sterne-Charaktere kann man auf Level 9 bringen, ohne dass man hier diese Dinger verballern muss, welche sehr wichtig sind und sehr schwer zu kriegen sind. Und ja. Aber andererseits hat die eigentlich alles, ne? Bis auf die letzte Fähigkeit, die kriegt man immer erst, wenn man auf Level 80 kommt, ne? Muss man dann erst holen. Waffen, ja. Könnte besser sein, könnte schlimmer sein, aber wird schon klappen für was auch immer hier in der Story passiert, ne? So schwer wird das schließlich sein. So, wir müssen hier, genau, er kam ja letztens mal vorbei, ne? Die ganze ist übrigens bald vorbei. Ich glaube, heute ist der letzte Tag, ne, um Junli zu bekommen, ja. 15 Stunden 13 Minuten, ne? Und ja, wie man sieht, ich habe 11 Dinger, die holen wir uns am Ende. Und ich würde sagen, wir, okay. Bin ich gedacht, er hat den reagiert. Okay. So, dann. Gut. Mit dir soll ich irgendwo hin. Zum Sternhafen gehen. So, kriegen wir jetzt ein neues Gebiet. Mal entdecken und so. Das wäre ziemlich cool. Nee, das sieht ziemlich alt aus. Genau, er ist jetzt da aufgetaucht, ne? Ein paar gruselige Sachen an unseren Ohren geworfen. März wird von Junli und Zhang Qing hochtrainiert als Schwertmeisterin, als neue Schwertmeisterin. Und ja, sie soll jetzt hier an diesem Turnier teilnehmen, um zu sehen, wer irgendwie sie am besten trainiert hat. Also die beiden wollen sehen, wer sie am besten trainiert hat, aber die Generäle wollten halt, dass sie zusammenarbeiten. Und ja, versucht mir gerade selber so noch mal zu in Erinnerung zu bringen, was letztes Mal passiert ist, weil das schon so 2 Wochen her ist. Bin ein bisschen verloren. ラフの引退した感染を改造したもので、演武天令が正式に始まるまでは誰も入っちゃいけないんだ。でも明日鐘が鳴って霊砲が打ち上げられたら、 僕は選手ラフの運気軍代表として演武台に立って各地の勇士たちの挑戦を受けることになる。僕は小さい頃から将軍のそばで剣術と兵法を学んできた。毎日剣を振るって斬撃を1万回、刺激を1万回ずっと繰り返してきたんだ。僕が普通の子供と少し違うことは分かってる。 他の子が持ってるおもちゃや自由を羨ましいと思ったことも。ジャンシングローや。戦場に出て敵を切り殺した時も、邪悪な意味者たちと戦っている時も怖くはなかった。自分がどんどん強くなってる感じがして、何度も勝利を手にして。で、トゥーブスタイトルリリース、ドラウン。今、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 今
gerade von Jing Liu geredet. Und sie hat auch gegen ihr gekämpft in ihrer Companion Mission. Und ja, sie war so halt 1000-mal stärker als er. So auf dem Level von ihr, dieser einen Fuchs Lady, die wir getroffen haben. Warum droppt er jetzt hier unsere seine tragische Hintergrundgeschichte auf einmal? それとも運気軍として功績を残すため将軍は僕に剣術を教えてくれるけど剣を振るうための理由は教えてくれない剣を振るう理由は自分で探す必要があるって将軍は言ってた。だから僕はその理由を探すために悩み続けた。でも将棋屋さんとの会話の中で答えを見つけられたよ。 運気軍の一員として将軍の弟子として僕は多くのものを背負ってる。そしてこれからもっと多くのものを背負う運命にある。でも剣を振るう時だけは全部忘れられる気がするんだ。僕は目の前の障害に向かって全力で剣を振り下ろして進み続ける自分が好きなんだ。それこそが 僕が剣を振るう理由だよ。Okay, warum stand Jun Li so daneben, so als wurde sie entweder, als wäre sie entweder fasziniert oder kurz davor ihn anzuschreien. 年齢は関係ないよ。剣を学ぶ人なら自然と僕の気持ちがわかると思う。 Wir hatten ja wortwörtlich gerade eine Gelegenheit herauszufinden, wie alt er ist, ne? Aber damit einige Leute ihn wahrscheinlich wieder mit perversen Augen anschauen können, also haben sich die Macher gedacht, so, nee, nee, wir gehen darauf nicht ein. わかりました。ラフの子供は本当に大変ですね。ではウンリさん、君はどうですか？どの選手でも女の子に年齢を尋ねるのは失礼なことだと思うけど。年齢を聞いたわけじゃありません。 君にも元凶君のような夢はあるのかと聞いているんです。あなたって料理人じゃなくて司会者みたい。うん、ちゃんと覚えておいてください。僕は医師です。私には元凶みたいな夢はない。私が演武教皇に参加したいのは、 おじいちゃんが演武天霊のために送った宝剣を勝ち取るって約束したからだし。君って本当に剣のことしか考えてないんだね。あなただって同じようなものでしょ。私の父親は主命の職人で、あの人の馬鹿げた考えのせいでたくさんの人が彼の鍛えた魔剣に殺された。 小さい頃からほとんどの人は武器を持つ資格がないってことは知ってた。そういう人たちが剣を握ることを許すのは罪のない人に残忍なことをするのと変わらない。だから剣にふさわしくない人を見るたびにムズムズして、その人から剣を奪いたくなるの。ほら、今回は元凶が演武天霊で守り人するから、 宝剣が間違った人に出会わないように、私が出場するんだ。間違った人ってどういう意味？もっと、はっきり言ったら。はあ、なるほど。主命の子供も大変なんですね。ですが、剣を振るう理由があるのは、何をしていいかわからないよりもマシでしょう。僕はこれまでに多くの運気兵を治療してきました。 Willst du schon auch daran teilnehmen? Sie ist auch eine Schwertkämpferin. どうかした、昇級さん。 いえ、
Wie lange ich voll viele Leute da teilnehmen könnten. Aber wahrscheinlich nicht vorkommen werden, ne? Das ist genau wie in Genshin, wo ja, wo man ja dieses Rockkonzert erwähnt hatte und die einzige Rockerin, die es als spielbar hat, da gibt es da nicht vorgekommen. Verstehe ich bis heute nicht, ey.解析校を一周して教法官も見たことですし、僕はそろそろおいとましますね。え、もういちゃんの？まだうちの夢聞いてないじゃん。うちだって訓練頑張ったのに。もういい時間ですから。僕は君たちと違って職務に縛られたただの大人です。将軍が僕に任せた仕事は自動的に片付け。まあ、setzung mich interessiert deinen Träumen nicht mehr. ところで元気よく、改正校のように自動化が進んでいる場所でも普段からたくさんの人がうろついているのですか？実はここは勝手に入っちゃダメな場所なんだ。でもみんなはお客さんだからここに連れてきたいなって思って。なるほど。では僕はこれで失礼しますね。 Was mit mir? Ciao, ciao, winkt und geht dann. Da muss nicht wirklich immer erwähnt werden. Ich kann mir ja schon vorstellen. なんで？一人でこっそり剣の特訓でもする気？そんなのさせないから。戦の直前に技を磨いたところで役に立つわけないだろ。変な話だけど、教法官を見たら急に自信が湧いてきたんだ。だから今日は英気を養って明日に備えようと思って。それじゃ。 Okay. So. What? So, okay, wir sind da, weil wir halt hier ein Vent sind, nehme ich mal an. Aber das ist hier ein altes Gebiet. Bin ich ziemlich sicher. Mein Gott. Schritt hier durch den ganzen. Die ganze Gegenteil, der wird da sowieso noch irgendwas passieren. Ich weiß das doch. Müssen ja Merzes Fähigkeiten getestet werden. Kommt keine Sachsen, die Kuawari, mehr oder weniger, nur damit die Mio Sasagiru Koto Kimeta, Sorega, Imani, Nante, Dekina, Nante, Junoka, Oretoschi, Gadore, Dake, Nofneo, Hitzio, Tostelka, Wakatelnoka. 俺は最善を尽くして研究もしてる。ただとにかく時間が必要なんだ。明日霊法が鳴れば、すべての人の注意が引きつけられる。二度目のチャンスはないぞ。君たちは。 ここで臨時検査をしてるんだ。そっち、こそどうして関係ないやつが改正校にいる。しかも子供じゃないか。ちびっ子たち、親に教わらなかった。改正校は児童で動く施設だが、だからといって勝手に入っちゃダメだって。みんなそれ、キンダ。うちはもう成人してるから。それに 別に勝手に入ってきたわけじゃない。オッケー。わかりました。おじさん、僕たちはセンサーに乗ってここまでピュンって飛んできたんだ。別にお前たちを責めてるわけじゃない。ただここは一般人は立ち入り禁止の場所なんだ。お姉ちゃん、お姉ちゃん行こう。この後ね、僕ね、エーシュ原野に行きたい。 Komm, Junli, mach mit. Sure.
点検は終わった。異常はない。俺たちもそろそろ行くとしよう。元気。おお、マフメディ。さっきのもう一回言ってくれない？さっきの？お姉ちゃん、お姉ちゃん行こうってやつ。勘弁してよ。君って永遠に空気が読めないの？さっきの3人かなり怪しかったのに。そんなのバカにだってわかる。私はただ、さっきのセリフをもう一回聞きたいだけ。あの桃色ギツネ、言いたいことがあるみたいだった。きっと何か察したんだろうね。でも彼はここに詳しくないから、いなくなる前に開成校にこんな人がいるのはおかしいって案に示してくれた。それなのにまさかあなたが無視するなんて。僕だって気づいてたよ。点検って言ってたけど、あの人たちどうやって精査の製造ラインを使えばいいのか分かってないみたいだったよね。Ist, ne? Ich weiß, dass jemand noch nie war. 私たちに気づいた後、ちょうどよく点検が終わってどっか行っちゃうなんて怪しすぎる。Lass sie verprügeln. Ich habe ein riesiges Schwert. Dann hau ich dir um die Ohren. 職種を考えれば点検だって言われても納得できるけど、さっきの人何か変なこと口走ってた。いや、フーハッチ。は聞こえた。シューハッチ。これは僕の勘だけど、あの人たちの後をこっそりつけたら、化けの皮を剥がせる気がする。Wortwörtlich hinterher schleichen。見つからないように気をつけてね。Okay。Die sind dann da unten。Ehen meinte sie. Ich wollte schon sagen, Fuchs mit pinken Haaren hat auch keiner pinke Haare. Dare da roto, ano hito tachi no koudou wa zenbu shouko toshite shashin ni totte ru kara. Ja, genau das kann, Merz. Wenn du wusstest, musst du noch Ziel filmen, die Mission abzuschließen. Alles klar. Vierfach so. Okay. Oh. Voll der Beweis jetzt.さっきの3匹の家畜は殺すべきだった。ガキは場所を取らない。ここはコンテナが多いから適当にどっか放り込んどけば誰にも気づかれないだろう。余計な問題を起こすな、ジャリュ。どんなに些細なことだろうと、想定外のことはモードゥ様の計画に影響する。マクトク、これからどこに行く？貨物船の検査に行く。やるべきことはたくさんあるんだ。ああ、あのコンテナも忘れずに持っていくぞ。武器、物資、万全の準備を整える必要がある。さもないと、俺たちはここで一巻の終わりを迎えることになるからな。この人たち、密輸業者、何するつもりなんだろう。わからないけど。あのコンテナを持ち去ろうとしてるみたい。僕にいい考えがある。で、あおりぜモンスターでね、でわけぜえな。Letztens。え、ist bestimmt auch so ein Wolfsmonster drin, ne? Okay, schleichen wir uns an. Ihr nutzt die kurze Abwesenheit der Gruppe, um euch vorsichtig an der Kiste zu nähern und hineinzukriechen.Hört, wie jemand in der Nähe der Kiste auf und ab geht. Wenn jemand in diesem Moment die Kiste öffnen würde, würdet ihr mit Sicherheit entdeckt. Doch ihr habt Glück. Der Schwebemechanismus in der Unterseite der Kiste wird aktiviert. Du fühlst wie du langsam vorwärts gleitest. So. Nachdem ihr geführt einen ganzen Bernsteinzeitalter lang schweigend den Atem angehalten habt, hört ihr, wie die Kiste auf dem Boden abgesetzt wird.一旦対応が終われば、仲間たちは貨物船に乗ってここを離れると、モードゥ様は言っていた。安心しろ。蛇行の計画書は書き換えておいた。二人とも、ついてこい。ブラック、ブラック、ブラック、ブラック、ブラック、ブラック。なんでどこに行っても、
Klingonen-Chor. Schritte entfernen sich, was das Signal für euch ist, beruhigt ausatmen. Wer zum Henker ist Mok-Tok? Okay, wow. Verfolgung läuft euch. Was ist das Wort? Kommt. Will ich mal jemand anderen steuern, der kleiner ist? Dafür habe ich trainiert. Okay, ich hoffe, er wird nicht so schwer wie ein Genshin. Weil aber als ich hier Yunlis Dings gemacht habe, war das ein bisschen schwierig. Wie hören die mich nicht? Was war das? Mudani utagau no yamero! Jikan ga nai da. Hayaku koi! Shura! Ima iku! Okay. Wie sieht das Typ uns nicht? Ah, der rennt! Hayaku uikake yo! Rennt! Oh, Versorgungsanker. Da ist Checkpoint. Okay. Super sass. Lass die erledigen. Mit Tom, wenn du ja aufnimmst, machst du noch Fotos. Dann Fotos, glaube ich nicht, dass die irgendwas bringen. Okay. Boom. Okay. Was bringt mir, wenn ich das alles erfülle? Miro! Yusou-Yo-Sensei-Issode! Skunakutomo-Nakama-O-Nijuu-Ni-Wa-Okuri-Dasseru! Geht vielleicht so ein ganz kleines bisschen ins Violette rüber. Vielleicht pink. Merk, sie ist pink. Fuschwein, die ist pink. Ich kann den Namen Mok-Tok nicht ernst nehmen. Was sag ich doch, ich schmuggle ja Monster. あの、ガキどもだ。すぐに始末すべきだって言ったのに、お前が聞かなかったせいだぞ。この脳なし。行けしは起きない。やあ、まあ。さあ、さあ、やあ。で、まあ、コンタ。オン、ダン。さあ、このやつアンガーフレン。 Direkt nochmal. Nein. Also, wie schnell ist ihre Ultimate denn nochmal fertig? Was brauche ich? Das hier brauche ich. Das hier brauche ich. Das hier brauche ich. So. Mit dir muss ich eigentlich. Oh. Sie muss sozusagen warten, bis ein Konter aktiviert wird. Ja, so wie ich da verstanden habe. Na, gehen wir mal auf dich los. Aber. Boah. Warum wird denn die Ultimate mal wieder direkt aktiviert danach? Dann kann ich ja immer wieder spammen dann. What?
habe sie noch nicht irgendwie so viel offscreen benutzt, deswegen weiß ich noch nicht, wie sie funktioniert. Mehr jetzt auch nicht.一体どんな目くらましを使ったんだろう。追跡してる時はどっかどう見ても古族だ。これは単に選手の服に着替えて気を剃っただけの変装じゃない。どんな手を使ったのかはわからないけど、自分たちを古族と変わらない見た目に変えたんだ。こいつらには公的な身分があった。天白士、構造士、そして この偽物の運気軍の観察を見れば何か手がかりをつかめるかも。ロクン、巡察護衛隊の部下。どうしたの？前にロクンっていう兵士に会ったことがあるんだ。あれは数週間前、ホリジンを護送してた時だった。 Dann könnten sie überall sein. Sie könnten direkt unter uns sein. もっと多くのホリジンが選手に潜り込んでるってことだね。奴らの狙いは情報を盗むような些細なことじゃないはずだ。急いでこのことを新作府に報告しないと。 Alles klar. Währenddessen im Thron der göttlichen Vorsehung. Jetzt wieder zurück zu unserer Truppe. Yep. Alles klar. Noch ich wieder Erfahrungspunkte bekommen. Das mehr reinpacken. So, jetzt kommen wir mal. Das ist meine März. Ja, alles Level 9. Wen will ich denn hochleveln? Kann ich dich und März hochleveln? Einmal kurz. 78. Ja, ne. Boom, rein da. Aber wir kriegen ja ihre Eidolons bald, ne? Ich dachte, Event. Das heißt, sie wird von Natur aus, ich glaube, wir kriegen 3 Stück. Das heißt, sie wird von Natur aus schon ein bisschen stärker als einige andere Charaktere, was immer gut ist. So. Ich glaube, ich will hier mal ganz kurz die Dings ändern. Weil Kontercharaktere sollten immer mehr so in der Mitte. Weil es gibt ja manchmal Gegner, die greifen irgendwie hier so 3 Charaktere auf einmal an, ne? Und wenn ich dann einen Charakter habe, der irgendwie viel AP hat oder kontern kann, dann sollte man den am besten irgendwie in der Mitte immer stellen, ne? Weil da greift irgendwie, keine Ahnung, irgendein Gegner die 3 an, ne? Und der Charakter wird nicht getroffen, ne? Aber wenn ich den Charakter hier empacke, dann, keine Ahnung, dann kann der Charakter, der Gegner hier und hier angreifen und der Charakter wird immer getroffen, ne? Ist das irgendwie High EQ? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, ne? So. Alles klar, Leute. Ah, da ist Fuchs Waifu. Obwohl meine Fuchs Waifu in diesem Spiel ist immer noch Tingyun. Wir gesehen Frieden. 前にいるのがインゲツ君の生まれ変わりで、その後ろにいるのが最近列車に加わった新人でしょ。いや、ブルー。二人の名前は私の耳にも届いてるわ。マケデザイン、リッチ。ワイスナー、ディズ、ローテンアイライナー、ディアウグン。リッチ、クールデザイン。ダブスコンダマ、ショネン、ウバニーステン、ガチャ、ワイ、ミシン、ミシン、シュアー、ワイ、ビスダイナー、ビシン、ギノクティンガー、ゴファーム。イ、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 イ
人滅過疎の動向に注意するよう他の天将に警告した。壊滅の手先はこれまでに数えきれないほどの世界を破壊してきたわ。同盟も奴らを警戒していたけど、まさか法上の残党と手を組むなんてね。幸い剣木の災いによる被害は想像よりはるかに少ない。でも今回の事件はただ全てを焼き尽くす人滅軍団のやり方とは大きく異なるものだった。新作将軍と七死人たちの武勇は信じてるけど、報告書には記されていない詳細について知りたいの。だからこの機会に二人と話せたらと思って。先に言っておくけど、これから尋ねることは必ずしも私の考えってわけじゃない。機嫌を損ねてしまうような質問もあるかもしれないけど、どうか悪く思わないでね。構わない。ただ俺たちに答えられることは、wenn ihr mir die Wahl gegeben hätte, hätte ich direkt gesagt, auf Wiedersehen. そして将軍が聞きたいことは、richtiger Cloud-Modus hier. すでに答えが出ているかもしれない。Final Fantasy 7. 口が達者なのね。気に入ったわ。Oh, nee. Nein, danke. Nein, nein. Nein, es ist. irgendwelche Verbindungen zwischen ihm und dem von euch. Was hat mit dem Stellaron zu tun? Ja. 正確に侵食された世界がたくさんある。性格はレールを塞ぎ、跳躍のリスクを高めることがある。だから性格が引き起こしたトラブルに対処するのも七死人の本分なんだ。性格の問題については聞いたことがあるわ。列車はいろんな世界をつなげようとしているから、それに対応するのも当然のこと。破れた銀河を開拓が修復する。なるほど、確かに理にかなってるわね。報告書では薬王秘伝の回収、単数についても触れられてる。彼女は横島な考えを抱き、絶滅大君と結託して性格を使い剣木を再生させた。一回の単数に過ぎない単数は、ここまで手を合わせるとは思えない。外敵と結託して性格を持ち込んだにしても、剣木を取り囲む誤解は寿命族の領地。彼女はどうやって警備の目をかいくぐったの？Ich habe Danshu persönlich getroffen. Ich meine, ich weiß, von wem ihr redet. Da war dieser eine. Dieser eine wollte uns mal in diesen Kult reinbringen wollte. Leute, die ja nicht die Story wissen, werden jetzt so verwirrt sein. Ah, ich kann mich so dunkel daran erinnern. Schon ein Jahr her, irgendwie seit ich das gespielt habe. 彼女には寿命族が守る林縁郷に性格を持ち込める力なんてないわ。それについては単数に聞くべきじゃないのか。残念だけど単数はもう死んでるの。屍も灰になっちゃったから手がかりがまた一つ減ったわね。報告書では、そう、彼女は元老が事件の黒幕だとされてる。Jetzt, wenn sie jetzt richtig liegt, dann habe ich ja immer noch mehr.So, ist die Verwüstung von Tila, die Drahtzieher und den ganzen Koppler. Das ist diese eine Lady, die ja ein wöchentlicher Boss ist. Aufgeben. Das ist Tingyun, ja, genau. Die Botschafterin der Himmelskommission, das ist Tingyun, da hat sie sich selber hat Genick gebrochen. Also, und dann später Spur ist verschwunden. Vor euch scheint sie ein etwas zu praktischer Zufall, denn so könnte sie jetzt zum Sündenbock machen.Fantilla ist ein Heliobus, das ist nicht wahr.Wurde unbedingt die Macht des Himmelsbaum haben. War Fushuan dabei? Ich glaube, Fushuan war dabei, ja. Genau, Fushuan war dabei, als ja, Tingyun ihr Ableben erlebt hatte. Das ist eigentlich nur eine Wiederwachung von ihren früheren Events, dieses Spiel.
たとえその目で見たものだろうと、欺かれている可能性は消えないの。黒幕は存在自体が自由で、忽然と姿を消したなんて。Ist doch tot. Wenn die gerade damit andeuten, dass Tingo noch am Leben ist, wir haben doch gesehen, wie sie wortwörtlich das Genick gebrochen bekommen hat. Sie hat sich wortwörtlich so über die Schulter geguckt und auf einmal hat sie voll die Psycho-Augen gehabt und ist dann umgekippt. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese eine Göttin, die sie kontrolliert hat, Fantille, ja, diese eine Lady, die ich einmal in der Woche bekämpfen muss. Ich überrasche euch, dass ich das hier ohne Probleme geschafft habe. さっき尋ねた3つの質問は、七人人だけじゃなく、軽減将軍に対してのものでもあるの。1つ、薬王秘伝がラフの内部で成長していることを録音は察知できなかった。それすなわち、職務怠慢。2つ、性格ハンターの言い分を鵜呑みにして、危機解決の重責を他人に委ねた挙句、儒家の後に接触することを許した。 それすなわち、3つ、剣木の災いの後、独断で演武天霊の開催を決め、ラフを再び宇宙の注目の的にした。それすなわち、戦略不全。天劇将軍、それはお前さんの考えか、それとも獣王の意思か。最初に言ったでしょ、私が尋ねることは 必ずしも私の考えじゃないって。薬王秘伝の勢力は複雑に入り混じっていて、長い間陰謀を企てていた。それに気づかなかったのは確かに私の落ち度だ。性格ハンターの予言は私も鵜呑みにしているわけではない。ただ事実として敵に対応している間に、 Ich habe irgendwie gehört, die haben 40 Planeten geplant, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist, was ich mir sehr schwer vorstelle. Vielleicht haben die 40 Planeten, also die Macher des Spiels, ne? Also vielleicht haben die 40 Planeten hier in die Lore mit eingebunden, ne? Weil es gibt ja einige Planeten, die wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen werden, ne? Wie hier der Planet von wie ist der Roboter-Typ nochmal? Mein Gott. Runmei hat ja auch ihren eigenen Planeten. Wie ist der Roboter nochmal? Ich habe mir gerade auf der Zunge. ケンボクが再生したのは将軍の職務怠慢が原因だっていう指摘が上がってるしね。スクロールオン。でも、将軍の考えているんだ。同じ転生として、この座につくことがいかに難しいかは理解してるわ。私にとって、遥か遠くにいる人たちの声は意味のない騒音に過ぎない。ラフで起こったこと、それによってもたらされる危機と、 その背後に隠された意味は、新作将軍にしかわからない。妖精が最近直面した問題のように。それはつまり、妖精も。請求軍の石膏から、ホリジンがまた動き出したって報告があったの。バラバラになっていた両軍が互いに接近。より大きな両軍を形成している。 Sind da hier so verschiedene Luftschiffe hier, wo wir uns drauf bewegen. ホリジンは、ディアログエンディアログでもね。トゥトゥニエンネンホーヨーラップスピン。ホーヨーエアスピン。ええ。来たのが私でよかったわね。もし人名将軍や獣頭将軍だったら、ここまで友好的な会話は望めなかったかもしれないわ。ヨボ？私は直感を信じてるから、あなたたちのような正々堂々とした義況を疑うことはない。
Demo, Rafuga Musukashi Kyokumen ni Tatasaritel Kotomo Tashkadakara. Domei ni Moshi Hiraki ga deki. Mach dat. Ichiban Daijina Ten wo Osaka. Ein gutes Wort für uns sein. Hishou Shogun. Dou suru tsumori da? Keigen Shogun na. Da du stinkst. Demo. Ich schicke einfach nur einen Brief. Brief, der stinkt. Du Stinker! Aprilscherze, Idiot. Du Stinker! Auf Englisch ist das noch witziger, weil das voll die männliche ist. Du Stinker! So, wenn du was? Was?公共台を使って詳しい証言を残すよう、中央市の門司部の判官に申請するのよ。これは報告書を保管するためでもある。これは、僕は構わないが。ああ、別に、あ、そうそうそう。心配しないで。その気があったらとっくにやってるから。 Wollt ihr eigentlich? Ich bin in der Göttingen gekämpft hier. Auf diesem Planeten, auf dieser. Wie auch immer das nochmal nennt, ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Wenn so ein Haufen Schiffe überall. Über einen Planeten irgendwie sind. In Star Wars gibt es den Begriff auch. Eine. Hule? Was sind diese Namen, die alle gedroppt werden? Moktok Hule? Obwohl Hule haben wir, glaube ich, letztens schon gehört, ne? Sind schon manchmal die Dialoge werden ein bisschen langsamer. Ich kann mich nicht so lange konzentrieren, ne, auf die Dialoge. Ich fühle mich wie in der Schule irgendwie. Ja, wenn hatte die auch mal so Lehrer, die irgendwie nur 45 Minuten irgendwie an der Tafel gestanden haben und geredet haben. Ich kann mich nicht so lange konzentrieren, man. Irgendwann werde ich müde. Ich war sowieso schon müde, bevor ich im Part hier begonnen habe. Dann kommt jetzt so was hier die ganze Zeit. Ja, diese Fuchstypen sind hier, die verkleiden sich hier. Die planen irgendwas, so viel habe ich schon mitbekommen. Das wird alles so noch 20 weitere Sätze irgendwie. Gestretched, ey. Kann ich mir doch alles nicht merken, ey. Ich habe mir 10% von allem, was hier gerade passiert ist, gemerkt. Da müssen die echt mal irgendwie beheben. In Zenless Zone Zero scheint halt schon ein bisschen besser zu sein, aber mein Gott. So, oh, hier sind neue Bücher, sehe ich gerade. Kommt ihr alle her? Der Ort ist doch nicht neu hier. Und alle hier hinzugefügt. So, ich habe mir, glaube ich, noch nie irgendwie was hier durchgelesen. Jetzt sind alles so Sachen, die du nachlesen kannst in der Datenbank. Okay, Jingyuan. Semanaina. Yushugoku de no shougen no kiroku ni sore hodo jikan wa kakara nai. Sein neues Gebiet. Kore kara shisha o yonde, futari o juoshi monjibu no hangan no tokoro made annai sase yo. そこで証言を残せば帰れるから。あ、今見たらしい。何も心配することはない。わかった。将軍の言う通りにしよう。Gehen wir. Klingt irgendwie so wieder nach. Wir werden irgendwie so aufgeteilt. Einige Zeit später bringt ein Sternensgift dich und Danhang an einen Ort, der dir sehr bekannt vorkommt. Okay. Okay, kein neuer. Aber das hört sich an wie. Nee. Oh, hier sind wir. Hier hat Danhang das Meer gespaltet. Okay. Cool. Jetzt kommt ein neues Gebiet. Ne? Yushugoku. Nannen buri darou na. Mata koko ni modotte kuru koto ni naru to wa omowanakatta. Tanko. Ore wa daijoubu da. Junbi ga dekita no nara gokumon o hirakimasu ne. Gott, ich hoffe, ich muss nicht. Okay. Sobald ich dieses Tor gehe, bin ich im Gefängnis, nicht wahr? Deva. Dozo, heidi kudasai.
Okay. Bin bereit hineinzugehen. Ich hoffe, ich muss nicht meinen Hauptcharakter oder so steuern. Und dann hangen. Ne. Okay, das ist definitiv ein neues Gebiet. Und da gibt es 23 Schatztruhen. Yay. Nein, neben kriegt er mich nie. Kann ich hier einfach jederzeit rausgehen? Ja. Ich bin frei. Ja. Oh, randaliert. Oh, jetzt werde ich hier festgenommen. Okay, immer rein da. Wow. Aber ja klar, irgendwie. Mindestens, das ist mindestens das Tor des Bösen. Es ist mindestens ein neues Gebiet hier gibt, ne? In dieser Version, ne? Guck mal. Kann ich einfach frei rumlaufen? Das hat hier. Ich vergesse immer den Namen von dem Kerker in Genshin Impact, dieses Unterwassergefängnis. Sieht sogar so aus hier. Meripod. Es heißt nicht so, es heißt Meriopod oder irgendwie sowas. Aber ich nenne es immer genauso. Es heißt nicht Meripod, es heißt Meriopod oder Meopodi oder irgendwie, keine Ahnung, aber ich nenne es immer Meripod. Dieses Unterwassergefängnis in Fontaine in Genshin Impact. Hey, guck mal da. Ach man. Der Typ ist ein bisschen zu extra. Was wäre der im VTuber oder irgendwie so? Natürlich war der schon mal im Knast. Trink nochmal einen Schluck. ここで判官たちに何か企んでいると思われたら数百年の懲役を食らうことになりますよ。仮に捕まったとしても数日後にはまた俺の顔を見ることになるだろうな。風霊を妖精に応送することは妖精の子族だけでなく将軍の非常に重要なこと。 はい、初位。私は節意と言います。獣王子サジブの命を受け。あ、それ、ホウ、オーケー。小級、モゼ、天劇将軍秘書より堀の重罪に風霊を妖精を応送するよう命を受けてまりました。今回は風霊の収容状況を見て。 放送の下準備をすることが目的です。はい。面会の申請は承認されました。ここからは私が案内人を務めます。罪人風霊、法上の忌み物、堀人の選手、祖父、子族の大敵。 その者は2123回に及ぶ侵略戦争する連帯犯罪の責を負わなければならない。その凶暴かつ残忍な行いを鑑み、天地が滅ぶまで無限剣樹の刑に処するものとする。判官さん、判決文を。 風霊は我ら子族の旧敵、妖精の人は彼の悪名をお叱り文句に子供をしつけるので、その行いもすべて知っていますから。早く次の手順に進みましょう。重罪人に面会する以上、すべての規則があなたたちの安否に関わります。幼い頃から風霊の伝説を聞いていたとしても、彼の正しく認識していることには。 優秀国の人たちが、ユコンとティア、どのような意味を持っているのは、フォックスガネレーリンドバグリエデ。ラフの仙台研修、ケイリュウが風霊を捕らえたのは早数百。優秀国は風霊に食事を与えたことはありませんが、それでも。
Ist sie eigentlich auch noch am Leben? Ich meine, die ist auch irgendwie, die ist auch kurz davor, wahnsinnig zu werden oder so. Diese Mara Krankheit, ne? Ist sie jetzt tot? Nee, ne? Er klingt ein bisschen wie Blade. Der tut sich da auch regenerieren. Ich sehe da unten ein Monster, glaube ich. Nee, das Wasser. Okay, warum wird das unterstrichen extra? Muss ich mir echt durchlesen? Ja. では最下層に行かせることはできません。飲みましょう。風霊は堀人ですからね。朗読というフェロモンを放ち、相手の恐怖を呼び起こせるのです。数千年前、我が一族は堀人に奴隷として扱われていながら抵抗することができずにいました。その原因は、個族が奴らに劣っているからではなく、そのフェロモンにあったのです。 Hangan-san war der Typ ist ein Fuchs, ja, er hat doch gar keine Fuchsohren. Nein, der hat normale Ohren. Oder er betrifft halt alle Leute. So. Okay. Oh, der kann riechen. Darauf wird angedeutet. Ne? Der kann riechen, wer hier sich verkleidet hat. Ne? Das sind diese Wolfs. Das sind diese Wolfsleute. Ne? Die haben sich getarnt. Ne? Und er kann halt riechen, oder? Da kommt Joey auch hin. Cool. So, kann ich mich hier umschauen? Da, oh, kann ich sogar tatsächlich. Da sehe ich schon der Truhe. Ich meine, ich kann doch nicht hier durchdrehen und hier als Einsame. So, ich weiß nicht, ob ich noch weiter spielen soll oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das hier wieder dauert, ne? So, machen wir mal. Nur die erstreckt sich. Oder strecken sich dicht gedrängte Gefängnisse in ein Warmmuster hinunter und die tiefste Dunkelheit. Du fragst dich, wie viele Gefangene hier wohl Platz hätten. 3000, 30.000, 300.000. Moment mal, vielleicht ist das nur ein kleiner Teil des Kerkers. Okay, da ist der Weg. Mach einen Rundgang. Ihr verlauft, dass der Kerker der Ketten in den Schuppenklamm im Grund des uralten Meeres gebaut wurde. Ein Säulengebilde, das sich scheinbar endlos in die Tiefe erschreckt. Leichenbestatter überwachen und arbeiten mit Echtzeitdaten der Gefängniszellen und Häftlinge über diesen Bildschirm. So, hey, Janja. Dann ist Horo bestimmt auch irgendwo hier. Ja, Hanya. Sie und Shui haben wir alle hier auch mal in der Story getroffen. Dieses Fuchsfeuergarten, wo es hier um Geister hier geht und so. Ja, weil er alle auf dem Zug immer bleibt. Zu Hause kümmert sich Pompom um uns und unterwegs sind es die Freunde. So einfach ist es. So, sie ist, glaube ich, tot, so wie ich das verstanden habe. Habe ich irgendwie letztens ausgefunden. Sie ist irgendwie mal gestorben und hat sich dann wiederbelebt. Joey ist, glaube ich, auch tot, aber sie ist jetzt irgendwie eine Puppe. Oder sie hat eine Seele. Ihre Seele ist in eine leblose Puppe jetzt drin. Irgendwie so was war das. Habe ich irgendwie letztens ausgefunden. Da ist eine Truhe. Ah.
足元に気をつけて進んで。OK。わ。Cool. Na, ich würde am liebsten noch am besten Rätsel. ここからは足場に注意して。優秀国の内部は地形が険しくて、少しでも油断すると深いところに落ちちゃうの。運が悪いと救助が到着する前に氷漬けになったり。まあ二人の腕前ならそんな心配はいらないと思うけど。gibt es hier wirklich 18 Ebenen? 面白いこと言って。優秀国の地形は。いくつもの層が重なり合っていてとても複雑なの。その上寿命族の巧みに頼んで同点の術を極限まで施してるから、あなたたちが今目にしてるのは優秀国のほんの一部に過ぎないんだ。Sie finde ich ehrlich gesagt auch voll hübsch. Und das Dahang? 外見だけを見て、weiß nicht wieso. 優秀国の建物には寿命の様式が多く使われている。 Strahlt irgendwie so Goth Energy irgendwie aus. Ich weiß nicht wieso. 遠い昔寿命族がここの建造に携わったのだろう。だから一体ここは何層あるのかって聞かれても、半眼である私は知らない。Dann müssen wir halt herausfinden. Der Weg des Trailblazers ist. 半眼の間で流れてる。Alle Antworten da draußen im Universum zu finden, okay? ある短命種の罪人が脱獄しようとしたんだけど、足を滑らせて下に落っこちちゃったんだって。そして半眼たちがその罪人を見つけた時。彼はすでに老人になっていたらしいの。What? 一生が過ぎるほどの時間ずっと落下していたのか、それとも長命種の罪人に生気を吸われて老けてしまったのか。That is, stell ich mir ein bisschen 今となってはわからない。That stell ich mir doch schon so ein bisschen nicht zu übertrieben vor. Wer macht der? Da hat er nur phänomenale Angst zu machen. じゃあこっちに来て。Es glaubt oder nicht? Es hat funktioniert. Ich musste sogar mit sie reden. Ich dachte, ich muss hier hingehen. Wow, oh, wie weit wir uns noch bewegen können, da ist ein Rätsel, sehe ich, aber da komme ich glaube ich noch nicht hin. Ne? Wenn wir jetzt noch hier so ein Teleport-Ding aktivieren, da oben ist eins. Ich weiß nicht, ob ich das aktivieren kann. Erstmal erkunden. Hier ist eine Truhe, habe ich gesehen, ja. Okay. Boom. Erstmal alles kaputt machen, wenn wir hier sind. Ne? So, kann ich da vielleicht noch so aus dem Weg gehen? Nee, ne. Also gleich, wo wir mal gekommen sind, ja, ne. So, was ist da für ein Rätsel? Da kann ja nicht immer die gleichen wie im Pinakuni sein, ne? Wo ich diese Wege machen muss, oder? Okay. Ich glaube, wir kommen noch hier zu unserem Teleportpunkt. Also Energiepunkte. Bonk. Wieder ein neues zu erkunden. Die Geräusche gehen mir aber schon so ein bisschen auf den Nerven. Nimm den Aufzug, ja, okay. Damit. Was hat er? Hier ist ein Puzzle. Was hat? Sieht neu aus, das habe ich noch nie gesehen. Muss das. So, warte. Nee, doch, das habe ich schon mal gesehen. Da gab mein Event vor, glaube ich. Ja. So, nein. Ich wollte nur das Tutorial überspringen. Okay. Ich darf eine Sekunde nicht bewegen. So, wir werden schon lernen. Genau, man muss da irgendwie so. Muss halt irgendwie so platzieren, damit man von beiden Seiten das hier trifft. Genau so. Ich glaube, da war mal ein Event. Oder war ich glaube, da waren auch noch mal Rätsel hier. In dem Spiel schon so lange her. Hexpass, was ist das? Ein neuer Premium Gaming Abonnement. Ah, okay. Ich nehme an, ich muss davon einen sammeln, ne? Ich meine, das waren mal Rätsel hier auf diesem Planeten.
Die habe ich auch schon alle erledigt. Und anders steht sich hier im Weg. Dieser Verwalt, dass du keinen Bereich erkundest, in deren Augen. Okay. Oh, dann würde ich sagen, dann war es das hier, ne? Mit meiner Erkundung erstmal. Was da ist, irgendwie einer. Na komm, mach mal noch ein bisschen. Wer schmeißt mich hier nicht in eine 20-minütigen Cutscene? Aber ich kenne das Spiel. Ja, weiß, war das mit riskant. So, genau, dann kann ich hier, alles klar, ich kann mich hier raus teleportieren, ne? Ich möchte noch mal sicherstellen hier, damit ich hier nicht wieder gefangen werde. Dann gehen wir wieder hier rein, weiß ich nicht. Die Atmosphäre ist hier so schön zum Gatschern, ne? Lass mal hier reingehen zum Gatschern, ich weiß es nicht. Beruf. Gehen wir noch mal da in die Mitte hin. Ne? Kann ich da oben hin? Kann ich da oben hin? Ich glaube nicht, ne? Bin ich hier? Ne, von hier kam wir gerade. Okay, dann gehen wir noch mal hier hin zurück. Blöp. Hier ist auch ein guter Ort zum Gatschern, ne? Kann ich mich hier hinsetzen? Nee, man kann sich nicht hinsetzen in dem Spiel. Dreh ich hier. So, gut. Von meinem Part beenden. Kann ich das Event hier langsam mal machen oder muss ich da immer noch weitermachen hier? Es ist ja blühende Klinge. So, oh, ich kann das sogar machen. Geh zum Hinterhof des Palastes von Astum und schau dir das Schwertkampftraining von 7. März an. Da werde ich aber aufs Gehen machen, weil ich nehme an, das hier mit Voice Acting und so was wahrscheinlich ausgestattet, weil der Event irgendwie 40 Minuten 40 Tage ging, aber das nehme ich jetzt auch nicht noch extra auf. Wahrscheinlich, ja, wir haben das sogar erledigt. Das kann ich jetzt halt machen. Cool, dann habe ich was, um mich zu beschäftigen aufs Screen. Ich will sowieso erstmal, ich wollte sowieso nur ein Part aufnehmen. Gut, aber vorher tun wir noch unsere 11 Dinger hier verballern, beziehungsweise unsere 10. Mal gucken, ob wir ja noch was bekommen, ne? Mal schauen. Hier habe ich ja schon alles. Ne, Himeko brauche ich noch. Und Zhang King. Eigentlich. So, guck mal, was wir hier bekommen. Guck mal, ja. Das ist 4 Sterne. Ja, ich habe schon fast alle Charaktere, ne? So viel kann ich eigentlich gar nicht mehr bekommen. Ah, guck mal. 3. Hey, 7. März. Aber die falsche Form. Ja, toll, ich hab mich gerade darauf eingestellt, die andere Form von ihr zu benutzen. Jetzt geben sie mir natürlich die hier. So von klar. Cool. Warum nicht? Oh, kann ich nicht hier von einem bekommen stattdessen? Oh. Jetzt muss ich erst wieder in den Party ändern, ne? Part meine ich. Ich will nur eigentlich gehen und ja, aber die Welt ist ja noch, ne? So, boom. Also das Konto sich teilen, eine Runde lang oder den Konto verursachten Schaden. Dann, oh, da ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, sie kann einmal mehr kontern und sie macht jetzt Schaden basierend auf ihre Verteidigung. Das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. So blöd nur, dass ich sie nie benutzen werde. Na gut. Gut, dann kann ich ja das Event hier offscreen machen, ne? Um ihre Eidolons zu holen. Ich nehme jetzt mal sehr stark an. Das ist jetzt nicht eine. Ich nehme an, das hat ja irgendwas mit Voice Acting zu tun, ne? Aber die nehme ich nicht auch noch auf, weil sonst dauert das hier viel zu lange. Irgendwie gab es hier, das sind die Belohnungen, die wir kriegen. Wir kriegen 3-mal ihren Pfad.
Ich glaube, hier gibt es irgendwie verschiedene Endings oder irgendwie so was, die man hier kriegen kann. Man kann hier für Yunli die Sachen ja, boah, ich krieg Erfahrungspunkte und alles, wie viele Sachen ich hier bekomme. Für ungefähr 30 Mal das Schwertraining durch, alles klar. Also Quert hat irgendwie was Minispielmäßiges hier auf sich. Werde ich ja sehen auf Screen, ne? Gut. Alles klar, aber für heute war es das, ne? Die Story haben wir heute weitergespielt. Und wir werden dann sehen, wie es hier weitergeht beim nächsten Mal, ne? In der Story. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Sonst wird euch März hier aufschlitzen mit ihren zwei Schwertern. Boom. So. Ich mein's ernst. Oder Juni kommt mit ihrem gigantischen Schwert. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Ciao. Bock mal. Guck mal, wie das Licht hier jetzt hier aussieht bei ihr. Boah, hübsch. Ciao, ciao.